Wir gucken mal rein in den nächsten Kopfbau. Da kommt der Ausdruck. Ah, KS Apo am Start, in Orange. Sieht eigentlich schön aus in Orange. Es ist ein schöner Kopf. Generell auch die Verarbeitung vom Apo, ja, echt okay. Ja. Also gerade der jetzt auch. Das Ding war ja Nonplusultra. Ja. Ein sehr ruhiges Video, ne? Ja. Also wir legen ein flaches Sieb rein. Das war das, was wir eben meinten, ne? Richtig. So hat der Tabak wenigstens noch Kontakt zum Rand vom Kopf, der sich erhitzt und dann auch den, ja, Tabak erhitzt. Also tendenziell könnte das Vorteile haben. 187 Dragon Blood hat er ja schon gesagt. Raucht er gerne. Anscheinend, Dose ist leer. Bin mal gespannt. Ah, er baut einen Poker. Nice. Ich habe gehofft, ich sehe ihn jetzt mit den Fingern so ein bisschen klassisch bauen. Nee. Doch. Ich finde Poker viel geiler. Genau, erst schön umrühren, macht er auch alles sehr gut. So, Sieb ist drinne. Ja, also Tabak umgerührt, aufgelockert, jetzt schön über die Kante, locker, fluffig, also in den Kopf fallen Zeit, lassen. Ne? Ja gut, man muss es ja auch ordentlich machen. Ja, natürlich, machen, ne? Natürlich. Ja. Aber es sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wie hoch baut er und was hat er für einen Kaminaufsatz? Ja. Weil je nachdem, wie hoch oder wie flach, wie soll man sagen, wie tief hoch der Kamin, richtig, drauf sitzt, richtig, so muss man sagen, musst du halt auch deinen Kopf höher oder flacher bauen. Ne? Aber das sehen wir dann mit Sicherheit gleich, wenn er das Köpfchen fertig geworden hat. Aber du hast schon recht, er lässt sich gut Zeit. Ja, ich muss halt eins sagen, du hast einen Vorteil beim KS Apo, du brauchst beim Tabak eigentlich auf nichts zu achten. Du schmeißt, ja, ihn rein, machst ihn an die Seiten überall hin. Umrühren, locker, fluffig rein, schön verteilen, ja, fertig. Guter kein Kopf. Problem mit Sieb drin, mit Anpressen oder keinen Durchzug. Ja. Das ist wiederum ganz genial, muss ich sagen. Ich muss auch gestehen, ich habe echt mal wieder Bock, einen Apokopf zu rauchen mit Kamin. Ich habe gar keinen, ich habe einen verkauft. Ja, ich hab ihn halt aufgehoben, ne? Ich würde ihn jetzt nicht verkaufen, so. Aber, ne, einfach nur, um nochmal Apo, ja, zu rauchen und nochmal zu merken, wie viel geiler Funnel ist. Vielleicht gefällt dir der Apo ja plötzlich. Nee. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm, ja, oder? Da haben sich jetzt 1000 Leute wegen mir ein Oblaco geholt und dann sage ich, nee, Apo ist doch geiler. Wir vertreten jetzt die KS-Fraktion, ne? Genau. Wir sind jetzt Kaminraucher, Leute. Aber er macht das nice. Ja, sieht gut aus. Locker, fluffig, ne? Er drückt nicht zu hart an, nein, er verteilt einfach nur schön. Macht ein bisschen frei. Kleines Loch in die Mitte. So fluffig, wie er gebaut hat, würde ich fast sagen, brauche er nicht. Brauche eigentlich gar, ja, nicht. Aber wenn es zu fluffig ist und du machst ein Loch in die Mitte, ja, kann es passieren, dass du zu viel Frischluft saugst. Genau, aber er hat ja jetzt ein sehr, ja, kleines, ja, Loch gemacht. Das wird wahrscheinlich nicht schlimm sein. Ah, leider nicht. Da ist der Aufsatz. Der sieht aber gut aus. Ah, das ist von The Hooker, ja, oder? Ah, The Hooker oder A&O. Ich glaube, vorne war The Hooker Logo mit drauf. Auf jeden Fall ist er relativ flach. Der wird nicht zu tief runtergehen. Ja. Ja, ein bisschen, ja, fest machen. Sieht angenehm aus. Bisschen andrücken, damit er nicht so rumwackelt. Offenes Ei. Aber der passt. Ja, passt gut. Beim KS immer darauf achten, dass quasi der Kamin nicht tiefer sitzt als die farbliche Markierung oder diese Kante. Ja, noch ein bisschen Zitrone-Minze unten in die Bowl, damit es auch schön ist fürs Video. Ja. Cable Management on point. Jetzt aus der Kameraperspektive kritisch, aber an sich, ja, ist es bestimmt sehr, sehr nice, dass er alle seine Kabel unter der Couch versteckt hat. Aber du siehst ein Problem beim KS, er raucht unglaublich lange an. Ja. Die das Hitze, ist, es dauert, ja, wahnsinnig, ja, lange. Da das halt so krass indirekt ist. Ja. Ja. KS-Apo-typisch. Ja, für ein Apo okay. So, ja, ist weder viel noch wenig für ein Apo, würde ich sagen, ist okay. Es raucht, man weiß ja auch nicht, wie lange das, ja, ne, von oben bis ins Bild braucht. Ja, doch, ja, doch, das geht, doch, klar. Für ein Apo, doch, ist, doch, nice. Ja, für ein Apo ist nice. Ja, ich finde es schön, dass einer sich jetzt mal getraut hat zu sagen, komm, ich poste ein Apo. Ja. Ganz ehrlich, also. Leute, wir müssen ja auch dazu sagen, ne, auch wenn das jetzt hier viel klingt, als würden wir den Apo, nein, super hassen. Nein, 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 es nein, ist schlicht, nein, und ergreifend so, dass wir für uns halt festgestellt haben, Funnel mit Smokebox ist halt für uns geiler. Ja. Ey, wenn genau du gerne mit dem Apo raus, ist das cool für uns. Ist okay. Nee, aber Kopfbau war schön, ja, alles richtig gemacht im Apo, Rauchentwicklung sieht gut aus, ne? Pfeife ist sauber, Molassefänger ein bisschen eingefärbt. Ja. Ist nice. Bisschen eingefärbt Ringchen vom gemacht, Tabak. Ne? Kleine Ringelchen. Ja, ein paar Ringe am Start. Na, ist doch top. So, wieder ein Oblaco. Sehr, sehr nice. Es könnte natürlich noch mit Alufolie sein. Ja, könnte auch sein, ne? Ich bin gespannt. Könnte sein. Von der Zeit her niemals, geht eine Minute. Oh, Black Nana und Panzeralu. Alufolie, tatsächlich. Ja. Krass. Und aber Black Nana. Sehr, sehr sympathischer Junge, oh, auf jeden Fall. Und, was hat er noch? Deine kleine Deko-Pflanze. Stimmt, meine Deko-Pflanzen. Leute, ihr seht es vielleicht gerade nicht hinter uns hier, ne? Die Ikea-Plastikpflanzen sind am Start. Gibst du, das war bei dir. Auch sogar bei der Teppich ihm ist ähnlich. Ja, ja, wir haben einfach einen anderen Tisch gekauft und das bin eigentlich ich. Ja.
weil ich Angst hatte, dass zu wenig Videos reinkommen. Ich habe tatsächlich keinen Oblaco in der Somme-Edition. Echt nicht? Ich habe einen grünen, habe ich nie benutzt. Echt? Der ist auch komplett unbenutzt. Krass. Okay, also, hat er Tabak umgerührt? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, hat er. Ja, Tabak schön umgerührt, sehr, sehr nice. Dann nochmal aufgeflufft, Pfanne noch zugehalten mit dem Daumen, jawohl. Tabak reingepackt. Also bis jetzt 1A. Na, vielleicht. Oh, der gibt auch gut rein, du. Ja, oh, das ist gar nicht so. Wenn er das jetzt noch verteilt, ist das Noppen. Er braucht ja nicht so viele Gabeln, ne? Er macht immer relativ viel auf einmal. Guck mal, er hat jetzt 3 Gabeln. Kopf fast voll. Das ist schon ganz nett. Ich würde auch sagen, noch ein kleines bisschen, wenn Noppen. Okay, das ist ein großes kleines bisschen. Oder irgendwie nur an eine Stelle. Ja, das kriegst du ja nachher noch hin und her. Los geht's. Okay, ein bisschen viel andrücken für meinen Geschmack, aber sollte funktionieren. Er muss den Tabak runterkriegen. Wenn er ihn zu hoch lässt, wird das ein Vollkontakt. Ich verstehe das Problem nicht. Es gibt ja kein Problem noch. Achso, okay. Ne? Ich war gerade so, dann hat er einen Vollkontakt und ich so, ja. Und? Schön sauber machen. Ja. Oh, er ist schon fertig. Oh. Okay, also man hätte es ein bisschen schöner verteilen können. Man hätte das Tabakblättchen noch aus der Mitte rausnehmen können. Ränder sauber machen. Aber ey, Smokebox, Folie drüber, Löcher rein, Kohle drauf, das wird laufen. Das wird laufen, auf jeden Fall. Also wenn er da mit der Hitze nicht verkackt, wird das funktionieren. Oh, ja, es geht weiter. Ja, ich finde es schade, dass die Ränder nicht sauber gemacht hat. Ja. Es ist nicht der ordentlichste Kopf, sagen wir es so. Richtig, aber es ist nicht wichtig, wie ordentlich, sondern wie er funktioniert. So, er spannt schön vor. So, das ist der erste Punkt, der mich stört. Ich hätte tatsächlich nicht so kleine Löcher gemacht. Nein. Ich mag irgendwie nicht, Nein. Ich mag kleine Löcher irgendwie nicht. Gar nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich einen Unterschied macht. Ich denke schon. Vom Durchzug einmal, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so klein, wenn du genug Löcher reinmachst. Ja, aber ich habe diese Gabel auch und ich mag es nicht. Ich mag es auch nicht. Funktioniert ich muss auch sagen. Nie. Wenn ich die Löcher größer mache, funktioniert es immer besser. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ewig nicht mehr mit Alu gebaut. Ja, ich auch lange nicht mehr. Aber 2 Reihen, aber das die sehen gar nicht so winzig aus, ne? Ja, die sind aber schon winzig. Dieser Poker, ich habe die Gabel auch, das ist schon... Das sind Nena. So 2/3 Reihen ja. an manchen Stellen. Nee, aber also ich hätte die Löcher auch 2 Reihen gemacht, aber ich hätte größer. Irgendwie die Rückseite von so einer Werkbund-Dingens oder einem Zahnstocher oder so und hätte die Löcher ein bisschen größer gemacht. Aber ey, wenn der Durchzug so okay war, why not, ne? Das größte Problem, was wir kriegen, ist Durchzug. Ja. Läuft. Schöne Boss-Breeze am Start auf jeden Fall, mit meinem Lieblings-Sleeve sogar. Sehr geil. Kaminsieb hat er noch draufgepackt und Rauchentwicklung, Mashallah. Der gibt den gut Hitze, du. Ey, der hat echt richtig gut Hitze. Aber gut, der Blick. Er hat schön hochgebaut, ne? Und dann Kohle und Hitze und ui. Wenn das Heatmanagement gepasst hat und der Kopf nicht verbrannt ist, war das super. Ja. So, also, Huka Philipp, mein Kopfbau aus dem Saarland. Und wir machen erstmal Kohle an. Tom Coco C26, nice. Nette Auswahl. Ja. Ordentlich Tabak am Start, bisschen Somo, bisschen Nameless, bisschen Holster, bisschen Almasiva. Haben wir noch True Passion und bisschen Mix zu und noch Al-Wazir, Somo. 187. Was ist das? 187, ne? Ja, 187. Unten links könnte Al-Wacha sein, oder? Diese helle weiße Dose. Ja, könnte sein. Was Eiskaktü. Eiskaktü. Also Holzerkopf wird sich geschnappt. Genau, Holzerkopf mit Eiskaktus wird sich geschnappt. Oh, sogar auf dem Stativ. Sehr nice. Jetzt ist es besser. Nee, es hängt immer noch ab und zu. So, erst schön umrühren. Wunderbar. Und Leute, oh, diese Tabakqualität von Holster, ne? Nice. Lecker. Ja, sieht nach einem Abstandssetup aus auf jeden Fall. Aber angenehm gebaut, easy mit der Gabel. Kleines bisschen verteilen. Nicht zu viel andrücken, aber ein bisschen passgenau machen. Was wird er haben? 2 mm Abstand? Das ist schon recht viel am Anschnecken. Wenn man so ist schon definitiv ein Abstandssetup. Definitiv. Er geht sogar unter die Pfannenlochhöhe. Wenn du mal guckst, also drückst du. Ja, so ein kleines bisschen. Manchmal sieht es so aus, als wäre es auch Pfannenlochhöhe. Ja. Da oben rechts jetzt gerade ein bisschen drunter. Aber solange Abstand ist... Hey, ich bin da am Ende aufs Ergebnis gespannt. Ja, safe. Ja, das sieht sehr angenehm aus. Jetzt noch Alu drüber, ein paar gute Löcher rein. Rand sauber gemacht, sehr schön. Ne? Nichts unter der Alufolie verbrennen. So muss das sein. Nur so tief ist es, so hoch ist es gar nicht, ne? Nö. Also ist okay, so ist halt ein klassische Funnel-Abstand-Alu-Setup. Andersrum, ne? So tief ist es nicht, wollte ich sagen. Ja, jetzt kommen wir eher hin. Also Panzer-Alu, sehr nice. Das habe ich bei dem Kopf auch fast erwartet, muss ich zugeben. Ja, ohne Scheiß. Für Leute, die sagen, 4 Lagen Haushalts-Alu geht doch genauso gut wie eine Lage Panzer-Alu. Nein.
es zieht sich immer ein oder zwei Lagen runter und drückt ins Loch zu oder irgendwas. Ja. Das ist nicht so geil. Und das Spannende ist halt echt Krise mit normaler Haushaltsalu. Was schade ist, die Somo-Alufolie kriegst du derzeit nicht mehr wirklich, ne? Die kommt nicht mehr rüber. Also ich habe doch so ungefähr 5 Packen, da bin ich auch sehr froh drüber. Okay, Custom Lochstecher hier am Start. Bisschen kleine Löcher, aber ne, kann trotzdem funktionieren, ist kein Problem. Für meinen Geschmack ein bisschen zu weit in der Mitte. Ja. Das wird aber höchstens minimale Auswirkungen haben. Ja. Aber ich hätte die 2-3 direkt neben die erste gesetzt, so nah wie es geht. Und ich hätte 1-2 mehr Löcher in die erste, weil ich finde die Abstände zwischen den Löchern sehr, sehr groß. Vor allem für die kleinen Löcher. Ja. Ja. Aber das ist jetzt Nitpicking, was wir hier machen. Ne? Ist ein sehr guter Kopf geworden. Wenn der Abstandsetter brauchen will, sehr, sehr nice. Wäre sonst langweilig, wir würden uns hier jetzt einfach nur gucken. Ne? Ja. aber ich glaube, Philipp ist auch am Start. Also Philipp, Props, ist ein guter Kopfbau. Hab ich nichts Großartiges, wo ich meckern kann. Also nichts, wo ich sagen kann, das ist ein Fehler. Nein. Nix. Aber ich bin immer wieder überrascht bei Alufolie, wie unterschiedlich die Leute das machen. Die einen viele Löcher, die anderen großen, die anderen kleinen. Ja, also die Löcher sind vermutlich das Einzige, was ich bis jetzt bemängeln kann. Ja. So ein bisschen. Aber auch nur, weil wir es anders machen, muss man sagen. Ah, Ruka Philipp Schreiber, ja, dankeschön. Ja, nice. Ja, Däumchen da oben. So, Sieb drauf, sehr, sehr gut. Und dann holen wir die fertige Kohle. Oh, 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 quer durchs Zimmer. Boah, da hätte ich Muffensausen. Philipp, du hast dicke Eier, Junge. No way. Du hast Eier. So, wir gucken mal weiter. Die WD ist sehr nice. Gerade Preis-Leistung bei der Pfeife, brutal. Ja. Molassefänger fühle ich jetzt nicht so. Wenn es ihm gefällt, alles cool. Ne, das Geschmackssache. Was hast du jetzt mit deinem Aussehen für ein Problem? Jo, alles cool. Alles super. Aber immer schönes Däumchen, ne? Immer, oh, zweiter Zug. Ja, für den zweiten Zug vollkommen okay. Jetzt zeigt er gleich dritte Finger für den dritten Zug. Schade, doch nicht. Krass, und Keter schreibt, es sind schon wieder über 1000 Leute am Start. Also dickes Toh. Rip. Philipp? Ah ja, das sind wir wieder. Ihm geht's gut, Handy lebt. Ja, ah, Digga, nicht. Ja, da hat er es gemerkt mit Rückhand. Was ich eben noch sagen wollte, dickes Dankeschön geht raus an 1000 Leute, die am Start sind. Mega heftig. Du siehst aber, dass es ein Abstandssetup war, finde ich. Also zumindest eben bei den. Ja, die Rauchentwicklung ist ein bisschen dünn, das siehst du, aber es liegt am Abstandssetup. Ja. Ja, aber ist okay. Aber. Ist okay? Funktioniert. Ist nice. So. Also, Love 66 im KS Apo Funnel. Den habe ich noch nie geraucht, benutzt oder live gesehen. Ja, same. Scheint noch eine alte Dose zu sein, ne? Oder? Nee, neu. Nee, weiß ich nicht. Ich habe nicht gesehen, ob eine Nummer vorne dran ist. Aber mit Zange kann Krise sein, kann aber auch gut gehen. Das ist jetzt. Neuen Kopf bitte machen wir nach dem Video, Leute. Ja, nach dem Video machen wir uns auf jeden Fall einen neuen Kopf an. Ja. Ja, safe. Ich habe früher auch oft mit Zange gebaut, auf jeden Fall. Ich glaube, sieht man sogar in meinen ersten Videos. Ja. Habe ich auch mit Zange gebaut. Ist so, ja. Solange er es jetzt nicht quetscht, guckst du, wie er es macht, ist vollkommen okay mit Zange. Ist zwar Krise, wenn er dieselbe Zange für Kohle und für Tabak nimmt, aber die sieht nicht dreckig aus. Also alles cool. Alles cool. Ne? Er macht es trotzdem locker fluffig, ob ihr da eine Gabel nehmt mit 2 Zacken oder ob ihr eine Zange nehmt mit den 2 Dingern vorne. Alles cool. Das passt. Aber der Kopf, bis jetzt finde ich positiv, weil er braucht ultra wenig Tabak. Ja, der sieht, aber könnte auch ein zu schmales Depot sein. Ja. Das ist zum Beispiel auch das Problem, was ich mit den alten Hukain-Pfannen hatte. Die hatten ein sehr, sehr schmales Depot. Ja. Und das hat mir manchmal nicht so gut gefallen. Da mag ich lieber das breite Depot alle Harmony, Oblaco und Co. Weil du viel Hitze, wenn du deinen Kaminsieb draufgelegt hast, auch über deinem Pfannenloch hast einfach. Aber das ist doch ein bisschen wenig Tabak, oder? Noch, ja, aber also, vielleicht, hoffentlich kommt da noch was. Das ist schon sehr wenig Tabak. Also ich hoffe, er legt noch was nach. Schade. Ja, ich habe auch schon gedacht, er greift die Dose. Ja, ich dachte auch, als er weggegangen ist, so, da, nee. Nach wie vor zählt das Ergebnis, aber ich denke mal, wenn er den Kopf so lässt, raucht er vielleicht 20 Minuten. Gut, vielleicht war das jetzt auch nur für den Kopfbau. 20 Minuten ist jetzt, glaube ich, ein bisschen hart, aber eine Dreiviertel wirst du auf jeden Fall mit der Tabakmenge angenehm rauchen können, denke ich. Aber ey, dafür ist es schön fluffig und er wird den Tabak auf jeden Fall gut verbrauchen können. Das auf alle Fälle. Aber ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Tabak genommen. Also, guck mal, gerade da, weißt du, er verteilt ihn ein bisschen und schon ist da eine krasse Lücke am Start. Also ich hätte wahrscheinlich auch einen Ticken mehr genommen. Vielleicht war es auch einfach fürs Video, dass er keine große Lust hat, jetzt den ganzen Kopf zu rauchen. Da kann man ein bisschen weniger. Ja, weiß ich nicht. Aber er hat so seine Probleme da oben mit der Ecke. Merkst du das? Er geht da immer wieder hin. Ja. Ist das ein Dart-Fall? Ich glaube schon, ja. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Da oben in die Ecke noch so ein bisschen Tabak. Ah. Ja. Nice. Aber er gibt sich sehr viel Mühe. Ja, ey. Wie lange er schon am Verteilen ist, heftig. Na, mal sehen, vielleicht kannst du mit den Fingern richten.
Ja, es ist aber es ist gar nicht so flach, wie das von oben aussah. Nee, aber es ist immer noch sehr, sehr wenig Tabak. Ja, und sehr unverteilt, ja, finde ich. Ne? Zum Beispiel, gerade da, wo er jetzt mit dem Finger war. Ja, quasi von uns gesehen links die Ecke. Ah, da kommt nochmal Tabak. Der Kameramann wird aber auch richtig gefordert. Ja. Ne? Mal von vorne, mal von der Seite, dann von oben. So, uff. Aber du siehst, wie viele freie Flächen da sind überall. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch, also ne, wir sind ja noch nicht fertig. Nee, vielleicht, alles gut. Vielleicht fixt er die ganzen Stellen ja jetzt noch. Nee. Nee, schade. Leider nicht. Aber ich glaube, das kann auch so laufen. Natürlich also so wird nicht. Es laufen, um Gottes Willen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich meine, ich will es nur mal dazu sagen. Ne? Nicht, dass sich das jetzt zu negativ anhört, aber also ich würde fast, also wir sind ja noch nicht fertig. Wir gucken erstmal weiter, bevor ich wieder Scheiße sage und dann fixt er alles in der nächsten Minute und ich denke mir, fuck, was habe ich für eine Scheiße erzählt. Aber sehr ordentlich hier. Da ist bis auf das eine Tabakkrümelchen noch nichts daneben gegangen, ne? Ich würde es auch nicht sagen, super krank Tabak sparen, aber es ist schon definitiv einer der Funnel, wo weniger Tabak rein ist. Was werden das sein? 14, 15 Gramm? Ja, hätte ich auch gesagt. Irgendwas zwischen 12 und 15 hätte ich geschätzt. Mhm. Gerade so fluffig, wie er gebaut hat. Mit Alufolie, das ist nice. Es werden mehr Alufolie gerade als Smokebox. Nee, 3-3. Ich glaube, Smokebox fehlt, führt noch, oder? 3-3 oder 4-3. 3-3? Ja, ja. Okay. Weil wir hatten ja einen Quatscher sogar dazwischen. Man muss halt auch dazu sagen, ne? So ein Kalaut Lotus 1 Plus kostet 60 Euro. Und so eine Packung Somo-Alu kostet 5 oder 10 Euro. Die hat die holst. Deswegen, ich kann es schon verstehen. Aber er spannt nicht vor, so wie es aussieht. Das ist mal neu, ne? Stimmt. Vielleicht macht er auch nochmal auf, oder? Das kann sein, ja. Ich bin mal gespannt. Auch hier so kleine Löchelchen. Aber ist das Haushalts-Alu? Das wirkt sehr dünn. Das sieht so instabil aus. Aber sehr schön gelocht. Oder, ja. Abstand hat er schön drauf. Oder es ist die Panzer-Alu von der Rolle. Die wirkt auch immer so ein bisschen wabbelig. Aber die hat doch auch 40 μ, oder? Ich glaube, ich meine nicht. Ich finde persönlich, die Somo war die dickste. Ja. Er versucht es nochmal ein bisschen nachzuspannen. Hätte man aber einfacher haben können, indem man erst so ein kleines bisschen vorspannt und dann später nach dem Lochen richtig spannt. Aber es sieht gut aus, ne? Ja. Hängt nicht großartig durch. Kohle, ja, nein. Nice. Ja. Oh, läuft. Ja, ist nicht schlecht. Sind 3 Kohlen, ne? Ja. Ja. Jetzt sah gerade so aus, als wäre oben rechts die Ecke eine neue Kohle. Bin ich lost. Oh, der geht aber ganz gut, du. Ja, ist nicht verkehrt. Nö, nee, gute Rauchentwicklung eigentlich. Also dafür, dass da noch Anrauchen steht, mehr als okay. Jetzt der richtige Endresultat? Ach, ja, doch. Ist vollkommen okay. Auf jeden Fall. Geht absolut klar. Also ich und das mit so wenig Tabak, also wenn der so eine Dreiviertelstunde läuft, top. Das ist doch super. Alles cool. Ich habe echt weniger erwartet. Ja, muss ich sagen, ich auch.